Wir stehen hier an der Promenadeneinfahrt am Ludgeri-Kreisel und befragen die Fußgänger einmal dazu, was sie vom lebenslangen Fahrverbot für alkoholisierte Fahrradfahrer in Münster halten. Lebenslang? Ja, lebenslang fände ich ein bisschen übertrieben. Ich finde schon gut, dass darauf geachtet wird, dass halt die Leute nicht so betrunken Fahrrad fahren, aber naja, das könnte man vielleicht auf eine bestimmte Anzahl von Jahren reduzieren, aber lebenslang halte ich nichts von. Strafgeld wie immer, ein bisschen höher. Und dann ist auch immer gut. Dann hat er mit Sicherheit aus seinem Fehler gelernt. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich jetzt gefasst würde und nicht mehr fahren dürfte. Es kommt jetzt immer drauf an. Hier in Münster fahren sie ja nur wirklich total wild. Es ist also chaotisch hier. Als Fußgänger ist es lebensgefährlich und als Autofahrer eigentlich auch, wie die Fahrradfahrer hier fahren. Und wenn sie dann noch alkoholisiert sind, finde ich es schon bedenklich. Lebenslang weiß ich jetzt nicht, aber es sollte schon eine gewisse Disziplinierung erfolgen. Ich finde das wichtig, absolut, weil das ist ein Mittel oder das ist ein Hebel, um die Leute ein bisschen besser zu sensibilisieren für diese Dinge. Ist also schon, sonst hat man kaum eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Auf einmal kann man es ja entschuldigen, nicht? Aber nicht allzu oft. Okay, also auf Dauer halten Sie davon nichts? Auf Dauer. Genial, ich finde das gut. Genau wie für Autofahrer gilt es auch auf dem Fahrrad, nur Promille. Mhm. Was sagen Sie dazu? Das Gleiche, nur für Promille. Also finden Sie ein lebenslanges Fahrverbot nicht ein bisschen zu lange? Nein, eigentlich nicht. Es gilt ja auch Autofahren. Also gleiches Recht für alle. Vor allem glaube ich, dass auf dem Fahrrad die Hemmschwelle, wenn man den Führerschein, das Führerschein hat man ja nicht, aber wenn man das Fahrrad wieder hat, wesentlich geringer ist, wieder nach Alkohol zu fahren. Genau, erst ein Bußgeldbescheid und dann denke ich, dass derjenige, den es betrifft, daraus seine Lehre zieht, vermute ich mal. Also es ist jetzt so, wenn es wiederholt passiert, dann soll das Fahrradverbot lebenslang eingeführt werden? Nein, da bin ich überhaupt nicht für. Nein, nein. Das ist dann einmal eine Verfehlung und da sollte man schon ein bisschen toleranter sein, denke ich mal. Ich finde das nicht so gut, da Münster ja auch bekannt ist für als Fahrradstadt. Das finde ich eher besser, wenn das dann trotzdem noch erlaubt ist. Aber ein kurzer Fahrverbot ist vielleicht okay, aber nicht, auf jeden Fall nicht lebenslänglich. Mhm. Und was sagst du dazu? Ja, sehe ich auch wohl so. Bis auf ein paar Ausnahmen sind die Münsteraner sich einig. Eine kleine Strafe sollte es für alkoholisierte Fahrradfahrer mit Sicherheit geben. Ein lebenslanges Fahrverbot halten die meisten allerdings für nicht gerechtfertigt.